Hallo, lieber Steinbock, schön, dass du hierher gefunden hast. So, wir werden uns gemeinsam deine Liebessituation quasi mit deinem Kontrapart haben, wenn du hier einen Herzensmenschen hast, ne? Das ist ja klar, das könnte hier dein Partner sein, zwischen dir und diesem Partner, das könnte hier auch ein Ex sein. Das kommt immer drauf an, ne? Wer sich diese Legung anschaut und was die Energie uns preisgibt, lieber Steinbock. Bitte bedenke, dass nicht alles mit dir in Resonanz gehen kann. Das ist ja im Kollektiven, das ist ja klar. Ich bitte dich, hör dir auch dein Aszendent, dein Mondsternzeichen und dein Venussternzeichen, weil die spielen wirklich auch eine große Rolle in Sache Liebe, ne? Das ist ja klar. Und bei dieser Legung hier ist es ja auch so, dass diese Kontrapartner, die ich jetzt quasi hier lesen kann, nicht unbedingt jetzt dein Partner sein muss. Das kann ja auch ein guter Freund sein, mit dem du Kontakt hast, eine gute Freundin. Du setzt das Ganze um, ne? Und du als Mann könntest hier auch resonieren. Das sage ich immer wieder. Und als Frau könntest du hier auch in die männliche Energie. Deswegen nenne ich das auch so Yin und Yang. Wir haben beide Energien. Manchmal haben wir beide aktiviert, manchmal nur eine. Ich habe sie jetzt auch dann neulich auch ich und du genannt, damit du einfach auch besser damit umgehen kannst. Ne, wie gesagt, vielleicht für dich und deinen Partner oder bei dieser Legung könnte auch eventuell dein Ex dargestellt werden. Ne, das ist ja klar. Okay, ich würde sagen, lass uns starten. Ich nehme meine Seelenpartner-Orakelkarte. Die habe ich auf die Seite gehabt, aber ich habe sie jetzt hier. Ich fange an, sie zu mischen und schon ist eine Karte. Eine Karte hat sich ja schon gezeigt. Ich wollte eigentlich eine Karte picken, aber okay so. Wähle die Liebe. Wow. Du hast immer die Wahl, was du tun sollst. Das stimmt, das stimmt. Lieber Steinbock, du hast die Wahl der Qual. Ne? Das liegt an dir. Du siehst es auch numerologisch. Du hast die zwei vorne. Zwei sind eigentlich immer. Ne? Die zwei ist immer mit Entscheidungen zu treffen. Ne? Willst du das so oder willst du das so? Vielleicht gibt es mehr Situationen, ne? Und daraus entsteht dann die 3. Diese Stabilität quasi nicht wie die 4, sondern dann hat man diese neuen Sichtweise. Man erlangt hier an diese neue Sichtweise. Also hier quasi, ne, die Liebe, die kannst du für dich bestimmen. Ne? Du kannst für dich bestimmen, was ist besser. Ist das besser, ne? Oder ist diese Situation besser? Es könnte auch gut sein, dass du hier jemanden vor eine Wahl gestellt hast, dass du quasi jetzt sagst, ja, ich habe diese Person vor eine Wahl gestellt. Ich weiß ja nicht, für was diese Person sich entscheidet, ne? Für welche Situation oder für wen. Das könnte aber auch gut sein, dass letztendlich das alles auf dich fällt, ne? Dass du quasi diese große Wahl hast. Wow, sehr, sehr schön. Machen wir weiter. Für den Kollektiven, ich fange bei dir an, bei der weiblichen Seite, Ladies First, das mache ich immer so. Und wir werden uns anschauen, in welcher Energie du dich befinden wirst, quasi im November, mit den Physik-Tarot-Karten. Die sind sehr, sehr schön für diese energetischen quasi. Das gibt einem sehr viel Preis. Ne? Das sind nicht wie diese gewöhnliche Tarot-Karten, sondern die sind ganz anders. Ne? Energetisch wirklich sehr, sehr schön. Für meine liebe Steinböcke, ne? Im Kollektiven, für die weibliche Energie. Ich picke mal eine. 5. Du hast hier irgendwie, ich würde mal sagen, nicht, dass du jetzt, ja, finanziell, das ist ja 5 der Münze. Entweder hast du hier Verluste erlebt, also die Weiblichkeit, quasi die weibliche Energie hat hier Verluste erlebt, finanziell, aber auch Verluste im Allgemeinen. Du hast hier eine Person verloren oder es geht darum, dass du hier große Entscheidungen treffen sollst, große Veränderungen. Guck mal, hier hast du auch Entscheidungen und hier auch Veränderungen, materielle Veränderungen. 5 der Münzen ist schon dieses Materielle. Es existiert schon etwas. Manchmal sieht man dieses gewisse Etwas nicht, ne? Was vor unserer Nase ist, lieber Steinbock. Vielleicht geht das hier auch tatsächlich, ne, um diesen finanziellen, ne, dass du jetzt sagst,
Diese Situation, ne, beeinflusst auch unsere Liebe. Diese Dinge, ne, diese Verluste hat auch mit meiner Liebessituation zu tun. Das könnte aber auch gut sein, wie ich ja vorhin gesagt habe, dass du hier quasi auch die Wahl hast, ne? Bestimmte Dinge, die du sehen solltest, die du in Sicht nehmen solltest, ne? Weil 5 ist auch immer diese Veränderungen und es geht hier tatsächlich um diese materielle Ebene. Okay, machen wir weiter für die weibliche Energie. Ne? Wie soll ich das machen? Ne? Wie soll ich das Ganze beherrschen? Sagen wir mal so. So, Emotionen, Gefühle für meine liebe Steinböcke. Ja, der Steinbock, der ist ja rational, ne? Das ist klar. Das ist mir hier verständlich, dass es hier auch um diese materiellen Dinge geht, dass du vielleicht quasi hier auch sagen kannst, wer weiß, vielleicht könnte ich auch gewisse Dinge verlieren. Man hat hier Verluste erlitten, ne? Als Pärchen. Wir nehmen sie nicht, die hat sich nicht gedreht. Die habe ich auch gar nicht gesehen. Hier ist eine Karte gefallen, emotionsmäßig. Wow, Orgoglio. Da ist jemand sehr, sehr stolz. Also das ist, sage ich mal, sehr selten, dass die weibliche Seite quasi die Yin-Seite stolz ist. Weil normalerweise ist es immer der Ego, ne? Das ist immer diese rationale Seite. Aber guck mal, weißt du was, lieber Steinbock, das denke ich mir hier bei dieser Legung. Du versteckst hier die Wahrheit. Das könnte gut sein. Guck mal, dir geht es scheiße, ne? Du hast vielleicht nicht die besten Zeiten. Du hast auch gewisse Dinge verloren in deinem Leben. Aber trotz dessen zeigst du das nicht. Du gehst bei uns sagt man, du cammini con la testa in alto. Du läufst mit deinem Kopf nach oben. Du gibst das gar nicht preis. Das ist jetzt hier gar keinen Angriff für dich, sondern das ist gerade das Gegenteil. Du gibst von dir etwas preis. Guck mal, wie viel ich verloren habe. Guck mal, was ich alles erlebt habe in meinem Leben. Aber trotz dessen, toi toi, ne, ich sage ja, hier ist eine starke Person, eine starke Seele, die hier sagt, ich gehe vorwärts. Ich zeige das nicht der Welt, dass ich Probleme habe. Ich bin sehr stolz, ne, ich verstecke diese Dinge. Nicht jeder muss Mitleid mit mir haben. Das ist so, wie wenn jetzt der Steinbock sagen würde, ich möchte kein Mitleid. Ich möchte das nicht, dass Menschen mit mir Mitleid haben. Ne? Hier sind auch Menschen, die eifersüchtig sind, quasi, Entschuldigung, Neid haben gegenüber von dir, wie du diese ganze Situation auch valutierst, mit dieser Situation umgehst. Das könnte aber auch gut sein, lieber Steinbock, dass du gerade auch diesen Neid empfinden könntest für jemanden, der gerade in seinem Leben sehr viel erreicht hat. Und das ist nicht immer negativ gemeint, dass du hier sagst, wow, du hast sehr viel erreicht, ne? Und ich erstmal guck mal, wo ich bin, ne? Sowas in der Art. Aber das muss nicht immer negativ sein, ne? Ich picke noch mal eine, ich lasse das nicht so. Hier ist aber auch jemand, der tatsächlich auch wieder kommen könnte. 5, ich habe ja vorhin gesagt, hier könnte auch kein Kontakt sein zwischen euch, Entschuldigung. Also es könnte auch hier kein Kontakt zwischen euch sein, ne, dass ihr sagt, wir haben hier keinen Kontakt miteinander, ne? Wir haben hier diesen Kontakt verloren, wir sind hier nicht mehr zusammen und aber das ist so, als würde hier auch diese Person zurückkehren wollen oder zumindest versuchen. Das könnte auch gut sein. Du bist stolz und sagst, ich möchte diese Person nicht mehr zurückhaben. Ich verstecke hier lieber meine Emotionen, meine Gefühle. Hier ist ein Herrchen, das kann ich nicht gebrauchen. Okay, ich verstecke meine Gefühle. Ich unterdrücke meine Gefühle, aber ich nehme mir diese Person nicht mehr zurück. Das gehört nicht zu meinem Charakter, niemals im Leben. Sowas in der Art, ne? Weil hier ist auch Naschita. Also entweder gibst du ihm aber die Chance oder ihr, das weiß ich ja nicht, lieber Steinbock, ich weiß ja nicht, was du gerade erlebst, aber das könnte auch gut sein, dass du sagst, guck mal, hier ist die Person von der Vergangenheit, ich möchte mit dieser Person nichts mehr haben. Sie ist für mich Ende Gelände. Ich möchte jetzt etwas Neues anfangen in meinem Leben für mich. Das startet für mich, ne? Ich fange hier etwas an, obwohl ich hier auch sage, ich bin verliebt oder ich liebe diese Person. Aber trotz dessen, das ist mir egal. Ich habe meinen Stolz, auch wenn sie jetzt zurückkehrt oder er zurückkehrt.
ich nehme diese Person nicht mehr auf. Ne? Das ist die erste Variante. Die zweite Variante ist, dass du hier einfach jetzt diesen Neustart möchtest, alleine oder mit jemand Neues. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ne? Das ist ja klar. Ich stelle die Karten auf den Seiten, weil jetzt holen wir die anderen, lieber Steinbock. Weil, wie gesagt, die brauche ich auch noch für die männliche Energie. Mal schauen, was sie uns preisgeben. Weil das ist ja klar, ne? Du versteckst hier auch etwas, was kommt. Oder hier versteckt auch jemand die Situation, was er gerade erlebt. Ne? Hier könnten auch Menschen zusammen sein, die hier Differenzen haben. Das habe ich auch letztes Mal erwähnt, also in den anderen Videos. Diese Differenzen müssen nicht nur vom Aussehen sein. Ne? Und du siehst es hier, ist jemand, der farbig ist. Und diese Person gleich ist nicht, ich sage ja, hier sind zwei unterschiedliche Menschen. Ne? Das muss aber nicht unbedingt mit dem Aussehen zu tun haben. Das könnte auch gut sein, Kultur. Diese Person ist einfach, hat eine andere Kultur oder diese Person ist nicht deinen Gleichens. Ne? Das könnte gut sein, du bist Deutsche, wie gesagt, oder als Frau bist du Deutsche und du hast vielleicht auch einen Ausländer, wie gesagt, das könnte hier ein Spanier, das könnte hier einfach auch ein Italiener sein, so wie ich, das könnte hier auch ein Türke sein, das kommt immer drauf an. Und diese Menschen haben eine ganz andere Mentalität. Ne? Ich mache dir mal ein Beispiel, lieber Steinbock, schon wenn du zu uns gehst, ne, in den Norden, also Norditalien hat eine ganz andere Mentalität wie bei uns im Süden. Das sind wie zwei verschiedene Menschen. Deswegen, wenn sie mich fragen und sagen, woher kommst du, ich sage, nicht aus Italien, ich sage immer aus Sizilien, weil Sizilien ist eher, ne, diese Mentalität, die ich habe. Ich habe an mir gearbeitet, das ist klar, wenn du spirituell an dir arbeitest, dann identifizierst du dich nicht mehr mit diesem Land, sondern ich weiß, dass sie zu mir gehört, quasi dieses Land auch zu meinem Charakter. Ich bin ein Teil, ne? Aber ich bin nicht hundertprozentig dieses Land. Ich repräsentiere auch Seele. Ich bin die Seele und die Seele ist alles, ne? Das ist klar, die Seele gehört zu niemandem. Die Seele sagt nicht, ich bin Deutsch, ich bin Spanier, ich bin dunkel, ich bin hell. Die Seele ist einfach die Seele. Verstehst du, was ich meine? Und das ist immer sehr wichtig, ne? Und da hast du Diamo. Wow, hier sind Gefühle, hier sind wahre Gefühle. Hier könnte auch gut sein, was ich vorhin gesagt habe. Du liebst diese Person, du unterdrückst hier alles, du versteckst das, du bist hier sehr stolz, du gibst das nicht zu, dass du diese Person sehr, sehr liebst. Ne? Das könnte aber auch gut sein, dass diese Person dich sehr liebt, ne? Und dass diese Person zu stolz ist, es dir zu sagen. Er versteckt es lieber oder sie versteckt das lieber, ne? Damit hier einfach nicht Komplikationen, ne? Guck mal, das passt perfekt. Da ist eine Person, die sich nicht öffnen kann. Diese Person hat Schwierigkeiten, sich zu öffnen, dir sich zu öffnen. Diese Person kann einfach seine Gefühle dir nicht äußern. Es gibt solche Menschen, ne? Ich sage jetzt nicht, dass alle Menschen so sind, aber stellt euch mal vor, ne? Man kommt mit jemandem zusammen, der einfach nicht sich äußern kann. Also ganz ehrlich, ich bin seit 10 Jahren mit meinem Mann verheiratet und ich sage immer wieder, mein Mann ist ein Mensch, der das nicht äußern kann. Der ist ja auch Aszendent quasi, der hat auch Steinbock in sich und der macht immer schwierigere Schritte, ne? Ich bin da wirklich einfacher, ne? Ich bin ja auch Löwe. Ich sage das, was ich denke. Ich zeige meine Emotionen. Aber der Steinbock tendiert auch das zu bremsen, ne? Er behält auch sehr vieles für sich. Und du hast hier eine Person, quasi entweder bist du das oder eine Person gegenüber von dich, quasi wenn du dir jetzt diese Legung anschaust für jemanden, der gegenüber von dir ist, quasi ein Crosswatcher bist du. Du schaust es dir an für jemand anderes und du sagst, ja, der ist so oder sie ist so. Sie zeigt sich nicht, sie offenbart die Gefühle nicht richtig. Ne? Hier ist jemand, der das nicht äußern kann. Aber das ist ja nicht immer negativ gemeint. Mi sono pentito di quello che ho fatto. Okay, und hier haben wir eine Person, die genau sagt, ich habe das bereut, was ich gemacht habe. Ich bereue es immer noch, mich so benommen zu haben oder dass ich mich falsch benommen habe gegenüber von dir, ne? Du setzt das Ganze um, weil ich weiß ja nicht, ne? Lieber Steinbock, ich muss jetzt ganz kurz meinen Tee trinken. Ich habe es nicht ganz rechtzeitig geschafft, den überhaupt mal richtig zu trinken. Du kannst ja vorspulen. Okay,
Gut, wir machen weiter, weil, wie gesagt, hier ist eine Person, die auch sehr kompliziert ist. Das ist nicht einfach, ne? Guck mal, du hast hier die Wahl. Letztendlich liegt es ja an dir, wie du das machen haben, also wie du das handhaben möchtest, ne? Quasi diese Situation, weil wie möchtest du das haben, ne? Wie möchtest du? Welche Wahl triffst du hier? Das könnte auch gut sein, dass diese Person diese Wahl hat, aber das gar nicht einsetzen kann, das gar nicht äußern kann. Diese Person kann einfach seine Gefühle nicht äußern. Diese Person liebt dich, hat Gefühle für dich. Ich lasse jetzt gerade die Armut da, weil das ist so eine schöne Karte. Guck mal, ich lasse sie da, weil ich brauche jetzt die Karten für die andere Seite. Non era mia intenzione quella di ferirti, schon wieder das Gleiche. Hier hat jemand dir wehgetan oder diese Person könnte oder hat dich verletzt, aber das war nicht seine Intention. Das war nicht das, was diese Person machen wollte. Verstehst du, was ich meine? Manchmal tut man etwas nicht absichtlich. Manchmal denkt man gar nicht an diese Konsequenzen. Wenn man liebt und wenn man auch etwas tut, manchmal muss man auch die andere Sichtweise einnehmen. Also, was ich gelernt habe, ne, ich lese ganz, ganz viel. Und vor kurzem habe ich auch ein neues Buch angefangen, Rudolf Steiner. Ich lese gerne Rudolf Steiner. Und da meinte er über die Gedanken, ne? Also die Gedanken, das ist immer dieses Mechanismus, dass wir alles kontrollieren wollen. Alles, alles. Aber du kannst nicht immer alles kontrollieren in deinem Leben. Das geht nicht. Gewisse Dinge müssen passieren. Gewisse Dinge passieren auch. Das, was du einsetzt, ne, wie sagt man das? Du kreierst auch sehr viel, ne, wenn du daran auch glaubst. Das könnte auch gut sein, dass du ja quasi diese Realität, ne, in diese drei Ebenen manifestiert hast, mit deinen Denkweisen, ne, ob du jetzt positiv oder negativ gedacht hast. Das kommt immer drauf an. Okay, jetzt schauen wir uns das Ganze mit den Tarotkarten uns an. Guck mal, was wir hier haben. Eine Person, die einfach hier sich selber blockiert. Eine Person, die das nicht schafft. Eine Person, die sich mit den Gedanken identifiziert. Acht der Schwerte. Was verlangst du von so einer Person? Was kannst du verlangen von so einer Person, die einfach nicht weiß, wie sie das rüberbringt, wie sie das schaffen kann? Das ist eine Person, die sich selber sabotiert. Jetzt habe ich mich da rein eingefangen und ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Entweder ist es hier durch eine andere Person oder das ist selber. Er sabotiert sich oder sie sabotiert sich ja selbst oder du als Frau. Ja, man muss hier einfach diese Mitte finden. Man muss hier einfach den Gleichgewicht finden. Ohne den Gleichgewicht zwischen Yin und Yang. Guck mal, hier ist Wasser, hier ist Feuer. Weißt du, was ich meine? Da, guck mal, das ist perfekt, wenn du das von der Seite siehst. Sie hebt rechts, quasi rechts hebt sie das Feuer, dieses rationale, maskuline Seite. Und links hebt sie das Wasser. Das ist diese Weiblichkeit, ne? Diese zwei, wenn sie sich, diese zwei Fundamente finden, wow. Dann geschieht eine Explosion. Ne? Dann finden sich zwei Menschen. Ne? Also wie gesagt, das könnte auch gut sein, dass hier quasi du auch diese Integration finden kannst, ne? Von Yin und Yang, dass du hier einfach Zeit brauchst, ne? Als Frau oder als Mann. Das kommt immer drauf an, diese Weiblichkeit, quasi diese weibliche Energie. Aber es ist wichtig, ne, dass man hier beides integriert, beide sich formen. Dann, ich weiß nicht, mal zerschmelzen. Diese zwei müssen zerschmelzen. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht einfach, aber hier ist jemand, der auch Gefühle hat. Ne? Wow. Hier könntest du eventuell auch Schwierigkeiten haben, weil du hier, wir haben ja die Herrscherin, du hast hier eine Frau kennengelernt oder du bist diese Frau, lieber Steinbock. Du sagst hier, ich habe mich quasi in jemanden verliebt, der hier verheiratet sein könnte, die schon Kinder hat, eine Mutter. Das könnte aber auch gut sein, du bist die Mutter hier, ne? Du bist Mama auch schon, ne? Und du hast hier jemand gefunden, der für dich alles ist. Quasi, der ist mit dir irgendwie verbunden, lieber Steinbock, aber das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht irgendwie, ne? Die Karten sagen hier, das ist hier eine Blockade, ne? Entweder bist du das, lieber Steinbock, dass du jetzt hier die Frau bist, oder eventuell könnte es auch gut sein, dass ihm quasi oder ihr
Wir sagen jetzt mal so, diese Person könnte hier eventuell auch verheiratet sein. Ne? Das könnte hier auch die Frau sein, die das Ganze irgendwie auch blockiert. Ne? Das könnte hier aber auch die Mama darstellen. Die Mama, eine Mama, die auch sich Sorgen macht. Ne? Das könnte auch gut sein, du schaust dir diese Legung für deine Kinder an. Deine Kinder oder quasi dein Sohn oder deine Tochter hat hier jemand kennengelernt und hier sind, wie gesagt, Meinungsverschiedenheiten, diese Situation ist nichts für dich, ne? Du magst das nicht, das ist nichts für dich, du kannst damit nichts anfangen, ne? Mit dieser Situation. Das könnte ja auch gut sein. Du valutierst das Ganze, das ist ja klar, wir sind ganz viele Menschen. Entweder ist es deine Energie, dass du sagst, ich bin hier die Frau, ich könnte hier auch eventuell Kinder haben. Aber hier geht das auch Richtung Fülle, ne? Das könnte auch gut sein, dass du deine eigene Fülle findest, weil die Herrscherin ist auch Fülle, ist was Schönes, ist eine tolle Energie, ne? Diese Weiblichkeit ist hier vollkommen aktiviert, ne? Okay, machen wir weiter. Okay, so. Für die männliche Energie. Im Kollektiv, ne? Für die männliche Energie, für meine liebe Steinböcke-Menschen da draußen, im Kollektiven, ne? Im Kollektiven, für meine liebe Steinböcke-Menschen. Jetzt picken wir mal eine Karte. Hier, der Herrscher. Ja, das könnte gut sein, dass ihr hier ein Pärchen seid. Das könnte hier auch gut sein. Du redest hier von deinem Ex-Mann. Du könntest hier eventuell auch verheiratet sein. Oder du schaust hier jemanden an, der hier verheiratet sein könnte. Der Herrscher. Der Herrscher ist eigentlich immer diese autoritätische, ich hoffe, ich sage das richtig, eine Person, die Autorität zeigt. Eine Person, die hier auch herrscht, eine Person, die hier auch irgendwie beruflich sehr viel tätig ist, ne, das ist ja klar. Die Arbeit spielt hier eine große Rolle, das Geld, wie ich vorhin gesagt habe. Das könnte aber auch eventuell sein, dass hier auch die Eltern eine große Rolle spielen. Ne? Weißt du, was ich meine, wenn die Eltern einfach hier nicht einverstanden sind für diese Beziehung? Du könntest dir, lieber Steinbock, jung sein, dir diese Legung anschauen und das geht ja tatsächlich um deine Eltern. Ne? Wer weiß? Ich sage jetzt nicht, dass du unter 18 bist, das ist ja klar, aber auf jeden Fall könntest du hier jünger sein. Ne? Okay, machen wir weiter mit den Gefühlen, den Emotionen. Pericolo. Das ist sehr riskant. Diese Situation ist sehr riskant. Wo hast du dich nur? Oh, hier sind negative Energien. Oh, da muss man vorsichtig sein. Oh, ja, hier ist eine starke Leidenschaft. Hier ist aber du. Das ist sehr, sehr gefährlich, was hier gerade abgeht. Hier, das ist, siehst du diesen Draht? Du hast dich irgendwo Gefährliches eingehängt oder quasi hingehockt. Guck mal, der sitzt hier irgendwo, wo es ganz gefährlich ist. Du musst hier vorsichtig sein. Das könnte auch gut sein, dass hier die Energien quasi, ne, von dieser männlichen Seite sehr, sehr, diese Situation ist negativ. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass die Person negativ ist, sondern hier ist eine Situation, die nicht korrekt ist. Ne? Hier ist irgendetwas, ne? Energetisch auch. Wie gesagt, da muss man wirklich vorsichtig sein, wo du dich reingesteckt hast, lieber Steinbock. Hier ist eine sehr starke Leidenschaft. Das passt ja auch, was ich ja vorhin gesagt habe, mit jemandem, der einfach nicht so wie du ist. Ne? Du hast dich verliebt in jemanden, der entweder verheiratet sein könnte oder eventuell hier spielen die Eltern eine große Rolle. Ne? Wie mache ich das? Atessa, du wartest hier. Du wartest hier auch, wohin diese Situation dich bringt. Ne? Also das ist schon eine gefährliche Situation. Achtung, Achtung. Ne? Da kann man sich verbrennen. Also von der männlichen Seite her. Okay. Mal schauen für den Kollektiven. Für den Kollektiven. Mal schauen, ne? Für den kollektiven Steinböcke. Meine liebe Steinböcke, da ist schon eine rausgeflitzt. Sei qual lo che desidero. Ja, aber hier ist diese Anziehungskraft sehr, sehr stark.
Hier ist jemand, der einfach dich will. Ne? Guck mal, du bist das, was ich mir wünsche. Wow, du bist hier die Person, die ich mir wünsche. Du bist einfach die Richtige oder der Richtige. Ne? Aber hier ist auch gleichzeitig jemand, der wieder sagt, ne, diese Karte kommt öfters raus. Hier ist einer, ne, das ist ja klar, Orgoglio, hier ist jemand, der sehr stolz ist, ob du das bist, die Frau oder der Mann. Du setzt das um, hier ist jemand, der sagt, denkst du, ich werde jetzt hier meine Haare zerreißen oder mich kaputt machen, weil diese Situation so geworden ist. Ne? Also, so, lieber Steinbock, meine Speicherkarte war voll, ne? Genau, da ist halt einfach jemand, der das Ganze irgendwie jetzt nicht verstehen lässt. Ne? Was ich ja vorhin gesagt habe mit der weiblichen Energie, ich zerreiße jetzt hier nicht meine Haare, ich mache mich nicht wegen dir fertig. Ne? Weißt du, was ich meine? Wenn du das so ist, dann ist es halt so. Ne? Also ich werde jetzt nicht da warten und heulen und was weiß ich machen, damit du das einsiehst oder das verstehst. Weißt du, was ich meine? Also hier ist einer von euch zwei sehr determiniert. Ne? Stop bene con te, aber diese Person verbringt gerne Zeit mit dir. Du hast hier jemand, der sehr, sehr gerne Zeit verbringt, ne? Das ist jetzt nicht so, dass sie jetzt hier keine Zeit mit dir verbringt. Aber hier ist jemand, der etwas verheimlicht. Ich mische mal ganz kurz und dann pick ich noch mal eine. Hier ist jemand, der etwas verheimlicht. Er muss dir hier etwas sagen. Und dann sagt er hier quasi die männliche Seite oder du auch als Frau: Ich weiß, dass du mich willst. Na, ich weiß, dass du verrückt nach mir bist. Das ist so, als würde hier die Kontrapart das wissen. Aber hier muss der Mann, siehst du, der hat hier eine Maske an. Entweder hat er dir etwas verheimlicht oder er muss dir hier etwas offenbaren. Na, er gibt hier etwas preis, der das gar nicht ist. Verstehst du, was ich meine? Er ist nicht das, was du glaubst. Da muss ich ehrlich sagen, sei vorsichtig, ne, lieber Steinbock. Und ich glaube, du hast mich verstanden. Obwohl, wirklich, das könnte auch gut sein, du kennst diese Person sehr wenig. Ne? Das könnte auch gut sein, dass es hier ein Neuanfang, ihr kennt euch gar nicht so lange. Aber das ist so, wie wenn du diesen Mann, diese Frau kennenlernen würdest. Schon sehr intensiv. Ne? Das gibt dir das Gefühl. Ich weiß jetzt nicht, ne, wer das sein könnte, ob du das bist oder die Person gegenüber von dir. Irgendetwas muss er dir offenbaren oder sie, ne? Das ist ja klar. Schauen wir uns das Ganze mit den Tarotkarten uns an. Mal schauen. Da haben wir wieder die Mäßigkeit. Also hier ist wie sagt man das? Eine Person, die sehr viel gemacht hat, eine Person, die gerade sehr müde ist, auch sehr viel investiert hat. Und da haben wir auch einen Ritter der Stäbe, ein Mann, der hier sehr feurig ist. Hier ist diese Leidenschaft. Hier ist aber auch mehr als nur eine Leidenschaft, ne? Das ist ja klar. Also wir haben hier auch eine sehr impulsive Frau oder Mann, und man versucht hier sich auch zurückzuhalten. Man versucht hier, man muss hier auch sehr viel Geduld bringen. Das könnte auch gut sein, dass diese Sache, ne, dass hier was zwischen euch zwei läuft, gerade Komplikationen mit sich bringt, ne? Irgendwelche Komplikationen. Ich kann es jetzt nicht sagen, was du gerade erlebst, aber auf jeden Fall haben wir hier Personen, die auch sehr gut miteinander leben können, eine sehr schöne Verbindung haben. Hier stimmt die Leidenschaft, aber es gibt hier andere Punkte. Entweder ist es hier dieses Finanzielle oder, wie ich ja vorhin gesagt habe, hier sind quasi diese Personen hier, entweder er oder sie, das kommt immer drauf an, verheiratet, ne? Und hier ist jemand, der einfach manchmal auch unzufrieden ist, ne? Hier ist die Familie, hier könnte auch die Familie quasi eine Rolle spielen, ne? Das Ganze hier ist einer müde. Ich möchte hier endlich diese wahre Liebe. Ich möchte hier endlich auch eine Familie aufbauen. Ich bin müde, immer so viel preiszugeben von mir, ne? Ich gebe so viel her, ich mache so viel, aber das Ganze kommt irgendwie nicht zurück, ne? Vielleicht wartet hier auch die Kontrapart quasi, entweder du als Frau oder er als Mann, dass hier der Nächste diesen Schritt macht, ne? Also hier ist es auf jeden Fall jemand, der kommt, ne?
und quasi hier auch etwas erreichen möchte. Also hier ist die Leidenschaft sehr, sehr, sag ich mal, sehr stark auch, aber hier ist es auch eine gefährliche Situation. Ich weiß ja nicht, was hier abgeht, ne? Mit wem du dich triffst. Das könnte ja auch eine Ehe sein, die irgendwie schwankt, ne? Nicht mehr so wie früher ist. Das kommt immer drauf an, wie er sich das Video anschaut, ne? Jetzt schauen wir uns das Ganze mit den Orakelkarten La Sibylla. Mal schauen, was sie uns preisgeben, was hier passiert. Ja, hier sind irgendwelche Situationen, die sehr ungünstig sind. Hier könnte jemand krank sein. Hier könnte jemand auch sehr gemein sein. Wir haben hier eine Energie, die nicht korrekt ist. Hier geht das auch um die Kinder. Hier könnte aber auch eine neue Beziehung entstehen, ne? Es könnte auch gut sein, dass du jetzt wegen dieser Person es dir auch schlecht ging, dass du gelitten hast. Dass du hier auch mit falschen Personen zu tun gehabt hast. Hier haben wir einen König der Münzen. Merkante ist immer König der Münze. Wie gesagt, hier könnte auch wirklich jemand verheiratet sein. Ne? Dass du jetzt hier wirklich aufpassen sollst. Ne? Das geht hier aber auch um diesen Geschäftlichen. Ne? Das ist klar. Hier ist irgendeine Person sehr, sehr traurig, ne? Das nimmt dich sehr mit. Ich weiß ja nicht, was hier gerade abgeht, ne, lieber Steinbock. Ich sage jetzt nicht, dass es hier total negativ ist, aber hier ist Vorsicht zu geraten, ne? Das könnte auch gut sein, dass du wegen dieser Person sehr viel gelitten hast oder du als Mama, als Eltern, ne? Du möchtest das nicht für deine Kinder. Du hast sehr viele Sorgen, das tut dir weh. Oder das ist hier, wie kann man das nennen? Hier könnte auch eventuell eine Scheidung sein, ne? Etwas Familiärisches, ne? Dass hier auch Kinder einbezogen sind, ne? Das setzt du um, lieber Steinbock, weil wir sind ganz viele Menschen da draußen. Setze bitte nur das um, was du umsetzen kannst, das ist ja klar. Zwing dich nicht, das ist eine kollektive Legung. Du hast die Macht in deiner Hand, nicht die Karten. Die Karten sind nur ein Instrument, ne? Um das Ganze irgendwie dir zu behilflich zu sein, ne? Okay, das war alles. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich freue mich auf einen Feedback von dir, das ist ja klar. Und einen Kommentar, wie immer. Und auch einen Daumen nach oben. Mach's gut, pass auf dich auf. Ciao!